Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute wird weder gebacken noch gekocht, heute gibt es ein kaltes Gericht. Ich will auch nicht schon wieder von Ostern anfangen, aber zurzeit werden wirklich viele Eier verarbeitet. Bei uns auch. Wir bereiten heute einen einfachen Eisalat mit selbstgemachter Mayonnaise zu. Der passt sehr gut zum Partybuffet oder aufs Butterbrot beim Frühstück und Abendessen oder vielleicht auch zugegrilltem. Einige scheuen sich ja, Mayonnaise selbst herzustellen. Keine Angst, das ist gar nicht so schwer. Lasst uns also anfangen. Doch zuvor abonniert noch schon meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Für den Eisalat bereiten wir zuerst die Eier zu, das heißt, wir kochen sie. Die Eier werden vor dem Kochen angepiekt, damit sie beim Kochen nicht platzen und immer das dicke Ende anpieken. Ich mag die Eier etwas härter, deswegen koche ich sie 10 Minuten. Nachdem die Eier abgekühlt sind, bereiten wir unsere Mayonnaise zu und dafür brauchen wir ein Eigelb, ein Teelöffel Senf, 80 ml Raps- oder Sonnenblumenöl, weißen Pfeffer und Salz. Als erstes geben wir das Eigelb und ein Teelöffel Senf in die Messbecher und verrühren das Ganze miteinander. Nachdem wir unser Ei senfdicklich aufgeschlagen haben, geben wir das Öl dazu. Erst ein paar Tropfen und dann ganz langsam den Rest. Jetzt geben wir noch Salz und Pfeffer dazu und dann ist die Mayonnaise fertig. Als nächstes werden die Eier gepellt und klein geschnitten. Ich gebe noch die Mayonnaise dazu und dann ist der Salat auch schon fast fertig. In meinen Salat gebe ich nur etwas Schnittlauch. Ihr könnt euren aber auch mit Bacon, Gewürzgurke oder Curry verfeinern. Damit der Salat auch richtig gut schmeckt, sollte er vor dem Verzehr etwa eine Stunde ziehen. Na, ging das nicht schnell? Mein einfacher Eiersalat mit selbstgemachter Mayonnaise ist fertig. Schaut mal! Am besten schmeckt dazu ein selbstgemachtes Roggenvollkornbrot mit Sonnenblumenkern. Da wir in der Mayonnaise ein rohes Ei verwendet haben, ist der Salat auch nur begrenzt haltbar. Aber ich denke mal, ihr werdet ihn schon vorher aufgegessen haben. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!